Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von uns. Und zwar das letzte Video sozusagen ohne richtigen Reisekontent, denn ab nächster Woche gibt es reichlich USA-Content von uns. Könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Und wir haben uns aber für das Video davor, also für dieses Video, jetzt was anderes überlegt, was wir schon ein bisschen länger in Planung haben tatsächlich. Und zwar wollen wir ein Vision Board gestalten. Genau, also für die, die es nicht wissen, was ein Vision Board ist. Ein Vision Board ist quasi eine Leinwand oder was auch immer, irgendeine Platte kann es auch sein, wo ihr Fotos draufklebt, wo ihr Sprüche draufklebt, wo ihr Sachen, weiß ich nicht, aus der Zeitung ausgeschnitten habt, euch welche ausgedruckt habt. Und das klebt ihr alles da drauf und dann hängt ihr euch das an einem Punkt in eurer Wohnung, in eurem Haus, wo ihr halt wirklich täglich hinguckt und dadurch, dass ihr da täglich drauf guckt und das im besten Falle halt mehrmals täglich, manifestiert sich das halt in eurem Kopf und dadurch erreicht ihr dann halt auch die Ziele, die da drauf stehen. Und ja, wir hatten das jetzt schon länger vor. Wir haben jetzt endlich mal die Fotos bekommen und halt auch uns ausgesucht von unserer Bucketlist. Also unsere Bucketlist, das einmal vorab, die findet ihr ab jetzt auf unserem Blog. Blenden wir euch hier unten einmal ein, die Adresse vom Blog. Ansonsten findet ihr die Bucketlist auch in der Videobeschreibung. Genau. Und wir haben uns jetzt halt unsere Bucketlist-Ziele, die wir halt mal bereisen wollen, rausgesucht, haben Fotos dazu im Internet gesucht und haben die ausdrucken lassen. Und die sind jetzt angekommen. Und das kleben wir jetzt da drauf, dass wir die dann halt auch irgendwann mal bereisen, auf jeden Fall. So, jetzt zeigen wir euch mal, wie wir unser Vision Board basteln. Und zwar haben wir uns hier eine Leinwand geholt, die ist 70 mal 100 cm. Dann haben wir hier einmal so Klebepunkte für die Fotos. Und wir haben einmal Polaroid-Bilder bestellt. Die packen wir jetzt mal aus. Die haben wir nämlich auch noch nicht gesehen. Wir sind mal ganz gespannt, wie die aussehen. Genau. Okay, die sehen sehr geil aus. Ja, das stimmt. Ja. Zeig mal hier als Beispiel. Sieht man's? Jetzt nur als Beispiel. Wir gehen gleich nochmal genauer auf unsere Ziele ein. Wir haben auch Sprüche bestellt, die haben wir selber da drauf geschrieben. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir mal Genau, können wir mal starten mit unserem Vision an. Board. Also zu unseren Zielen gehört einmal Disney World in Orlando, Nusa Penida in Indonesien, Le Mans Saint-Michel in Frankreich, dann natürlich heiraten, obwohl der Termin schon steht, haben wir es aufgeklebt, Nordlichter sehen, Orang-Utans in freier Wildbahn erleben, die Felsenstadt Petra in Jordanien sehen, an einem Automaten in Las Vegas zocken, mit Schildkröten tauchen, einmal Vanlife erleben und seinen eigenen Van ausbauen und damit durch Europa reisen. Die Akropolis in Griechenland sehen. Chichen Itza in Mexiko. Den Uluru in Australien. Uns halt in Thema Fotografie oder ich gerade in Thema Fotografie mich weiterbilden. Einen Teil der Route 66 befahren. Myanmar bereisen. Angkor Wat in Kambodscha sehen. Die Ciudad Perdida besichtigen, erwandern. Und Rio Celeste in Costa Rica sehen. Die Pyramiden von Gizeh in Ägypten sehen, den Antelope Canyon in den USA besichtigen, eine Nacht im Burj Al Arab in Dubai verbringen, The Wave in Arizona sehen und ja, das ist halt mit einer der größten Träume, die wir haben, die hier draufstehen, das Meeresleuchten sehen,
Florian möchte sich gerne mit dem Programm DaVinci Resolve, also mit unserem Videoschnittprogramm, weiterbilden und darin Experte werden. Natürlich eine Familie gründen, die Halong-Bucht in Vietnam mit einem Schiff bereisen, über Kuba mit einem Oldtimer fahren, dann die Heißluftballons in Kappadokien sehen, eine Safari durch den Krüger-Nationalpark in Südafrika machen, das Kolosseum in Rom besichtigen, Island einmal umrunden, Valle de Cocora in Kolumbien besteigen und uns die Palmen dort angucken, die Victoria-Fälle sehen, eine Zugfahrt in Sri Lanka machen, den Mount Iyen-Vulkan auf Java sehen, einmal in den Grand Canyon gucken in den USA, dann auch ein großer Traum, Französisch-Polynesien bereisen, den Rainbow Mountain in Peru sehen, dann einmal die Flamingos am Strand von Aruba sehen und einmal in dem Bambuswald in Japan stehen. So, und das waren jetzt die Ziele, die wir auf unser Vision Board geklebt haben, aber also wir können euch sagen, das waren nicht alles unsere Bucketlist-Ziele. Unsere Liste ist noch viel, viel länger. Ich glaube, so eine große Leinwand gibt es nicht. Und die wird auch immer länger, unsere Bucketlist. Und wenn ihr euch da interessiert, was da noch so draufsteht, was wir noch so für Ziele haben oder was wir halt auch schon erreicht haben, weil wir haben Ziele, die wir schon erreicht haben und da abgehackt, dann findet ihr unsere Bucketlist auf unserem Blog. Link, wie gesagt, findet ihr in der Videobeschreibung und wir würden uns freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ja, und ansonsten können wir jetzt nur noch sagen, lasst ein Like da, kommentiert das Video, ob ihr auch ein Vision Board habt oder euch jetzt eins bastelt. Und abonniert den Kanal, vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dann verpasst ihr die USA-Videos nicht so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aus San Francisco wieder. Bis nächste Woche. Bis dann, ciao. Gott sei Dank ist das jetzt auf Video. Wir müssen Outtakes machen. So, guck mal, das hier abtrennen. Aber jetzt wollen wir euch nochmal was zeigen. Ich dachte, du sagst jetzt was. Erzähler. Das ist ganz schön schwer, das scheiß Ding. Ich nehme die Kamera in der Hand. Warte. Ich muss meinen Gesichtsausdruck kontrollieren. Valle de Cocora. Es war so gut bis dahin.